Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kabel B4. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt zu einer kleinen Runde angespielt. Heute einen Klassiker im neuen Gewand. Naja, Klassiker vielleicht nicht, weil gefühlt hatte ich den nicht mehr auf dem Schirm, bis dann halt auf so einen Sunsoft Showcase, das erste mit VTuber und weiß der Teufel alles, wurde dann das Spiel angekündigt, dass die NES-Perle neu aufgelegt. Und ich so, ich kenne das Spiel nicht. Es sieht süß aus. Also habe ich es mir gekauft. Darf ich vorstellen, Gimmick. Oder, glaube ich, im amerikanischen Raum eher bekannt als Mr. Gimmick. Es ist mega cool. Die Retail-Fassung habe ich jetzt nicht irgendwie bei Limited Run oder sonst irgendwie, sondern einfach Standard Amazon. Hat leider kein USK-Logo, sondern ist wahrscheinlich irgendwie importiert worden. Und wie gesagt, kommt mit einer Anleitung. Und ich rede jetzt hier nicht von einer 3-Seiten-Anleitung, sondern wirklich von richtig geilen Schinken. Also, das ist nicht schlecht. Und vielleicht noch ganz wichtig zu zeigen, bunt. Das sieht man selten. Das hätte ich nicht gedacht. Und natürlich kommt es auch daher mit einem Wendecover. Ne, dem Original-Wendecover, wie halt die US oder auch hierzulande aussah. Wobei, wenn ich das sehe, ich hätte es nicht gekauft. Naja, aber das habe ich jetzt gekauft, weil, ach ja, komm, Plattformer, der so süß ist wie Kirby, da hast du mal wieder Bock drauf. Das guckst du dir an. Ich habe mal reingespielt, habe mich leicht erschrocken, weil das Spiel mir sowas von dermaßen den Popo aufgerissen hat, dass ich gedacht habe, ich glaube, mein Schwein pfeift. Was ist das denn? Ich spiele jetzt das Spiel, wie gesagt, auf der Switch habe ich euch gezeigt, mit dem Super Nintendo Controller. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Eigentlich hat das gleiche Button-Layout. Ich bin halt normalerweise mit einem Pro-Controller oder halt auch mit einem anderen Controller. Aber ich finde die Joystick-Steuerung bei so einem Plattformer, da muss ein Steuerkreuz her. Immer. Da braucht man einfach genaue Eingaben. Und wie gesagt, hier sind wir direkt im Spiel. Gimmick. Das Spiel ist noch vollgepackt mit weiteren Sachen. So Extras, Credits. Ich kann hier die Menüsprache auswählen, dann kann es keiner mehr lesen. Klassisch Japanisch oder in Englisch. Wir bleiben mal in Englisch, wir wollen es ja nicht übertreiben. Es gibt einen Ranking-Modus, den ich noch nicht ausprobiert habe, aber und halt das Spiel selbst, die NES-Fassung. Mit einem eigentlich recht schönen 16:9 Lookalike-Design. Unten sieht man den Score, man sieht auf der anderen Seite den Highscore. Das ist ziemlich geil. Naja, jetzt werde ich mich wahrscheinlich auf den Highscore blenden. Wobei, eigentlich macht es auf den Score mehr Sinn. Oh Gott, ich flog jetzt schon über das Schnibbel. Na gut, aber hier hat man die kleine Intro-Sequenz. Ne? Das Mädel hat Geburtstag, kriegt natürlich den Hauptprotagonisten Gimmick und freut sich sonst was. Richtig schön gemacht. Ne? Legt dann den Gimmick dann erstmal aufs Bett. Die anderen Kuscheltiere sind in der Kiste. Es wird Nacht. Wunderbar, Schlafenszeit. Ne, Gimmick ist natürlich auf dem Schrank drauf, weil es das neueste Spielzeug ist, während alle anderen in der Spielzeugkiste eigentlich warten. Und dann, was ist das? Warum sind die jetzt alle bei den Mädchen? Oh nein! Sie sind weg. Und unser Hauptprotagonist ist runtergefallen. Nein, das geht nicht. Wir müssen unsere Besitzerin zurückholen. Also, machen wir ein Tor auf und hüpfen rein. Ab dann habe ich noch gesagt so, Story, süß, cute, geil. Finde ich super. Hat so ein bisschen was von Kirby. Und dann ist das der Startbildschirm. Ne? Authentic Entertainment, Realistic Another World, presented by Sunsoft. Gimmick. Steht übrigens auch unten in Japanisch, finde ich auch sehr nett. Machen wir einfach mal Start. Starten komplett von vorne. Ich habe Gott sei Dank ein paar Save Points, aber wir machen das komplett von vorne. Ich will euch zeigen, dass dieses Spiel süß aussieht, aber in so dermaßen einen auf den Popo aufreißt. Also, wie der Name sagt, wir sind Gimmick. Unser Gimmick ist es, einen Stern zu erzeugen, der dann durch die Gegend bounced. Das ist unser einziger Angriff, außer wir kriegen Sonderfähigkeiten. Das sage ich euch dann gleich. So. Oh Gott, die Steuerung, die kriege ich jetzt schon wieder. So. Ein Trank. Oh, ich kann den Trank benutzen. Zeige ich euch dann gleich noch. Dann hüpfe ich mal hier drauf. So, die Dinger verfolgen einen nämlich. Voll gemein. Wie gesagt, unser einziges Gimmick ist... Ach du Kacke, wo kommt ihr denn alle her? Hallo. Geht. Pui. Na, und im ersten Kopf wird man sagen... Ja, Beefy,
Ist doch easy peasy. Du kannst auf die Gegner draufgehen, du hast jetzt kein großartiges Leben verloren, so schwer ist es doch nicht. Ja, ist erst das erste Screen. So, ich bin hier unten, da oben sieht man schon diese Drehdinger. Und die Kontrolle von Gimmick auf diesen Dingern, also ich habe echt das Gefühl, Gimmick hat unter seinen Schuhen dauerhaft Butter. Weil das ist der Fall. Au, au. Und Stacheln sind natürlich Instant Death. Ja. Und immer vertausche ich die Taste. Ah, ich kann auch mit damit springen. Das ist doch komplett Banane. Kann ich es umstellen? Bestimmt. Irgendwo unter Option vielleicht. Was ist denn Rotated? Ich will nicht wissen, was Rotated ist. Es macht mir Angst. Tup. Oh. Ja, genau. Hüpf für mich. Kleines schwarzes Ding. Oh, da wäre noch eine Kanone gewesen, aber die war mir egal. Hier habe ich jetzt ein weiteres Item. Ich kann, glaube ich, die Items wechseln mit Select. Oder war das unten? Ah, es war unten. Steuerkreuz nach unten für Item Select. Ne? Eiskalt. Also nicht vergleichbar mit dem Super Mario Bros. 3 Dinger, Rotation, Gedöns und am Ende kriegt man irgendwelche Leben. Nein, das sind Items, die ich aktiv nutzen kann. Oh! Oh! Gimmick! Hör auf damit! Ach Gott! Du komischer Buttermensch, du. Ach, ja, und ganz wichtig, gehst du zu hoch, löst sich dieser blöde Stern auf. Mann! So, und hier muss ich schnell sein. Aber ich habe auch nur noch ein Leben, ne? Ist egal, come on. Musste schnell. Wie auf Butter. Oh Gott, ich fange schon wieder hier an. Ah! Hau ab! Geh weg! So, Item einsacken. Jetzt habe ich 2 Feuerbälle. Oh, super Feuerball. Ach, bleib doch mal stehen, du grünes, nettes Viech, du. Übrigens, auf den Stern kann ich auch stehen. Speedrunner können bestimmt damit was gut machen. Ein Beschleunigungsbutton gibt es nicht. Aber ich kann mich annähern und... Tup. Ich bin so doof. Ich habe nicht reagiert. Ich war mir überlegen, so, was machst du? Ich hätte oben auf die Dings springen können. Ah. Ja. Ah. Hui. Ah. Oh no. Geh weg. Und, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Toll. Ich betone es nochmal, es ist der erste Level. Ich krieg den ersten Level nicht hin. Und warum rutschst du wieder runter? Och Mann. Es ist kein Hass, was ich hier ausdrücke, aber das Spiel ist auch einfach schwer. Stopp. Kann das sein, dass die Dinger sich langsamer rotieren, wenn ich näher dran gehe? Geil. Absolut nicht hilfreich, aber cool. So, ich schieb das Ding jetzt einfach runter. Runter mit dir. So, zack. Ha! Easy peasy. So. Durch einen schön designten Tunnel. Ja, ich guck mir erstmal an, was auf der anderen Seite ist. Ach, die Geschichte. Du denkst, oh cool, ein super Hilfsmittel, um über die Stacheln zu kommen. Und auf einmal bleibt das Ding stehen und die Klappe geht auf. Ich bin zweimal drauf reingefallen. Ah, geh weg. Ja, und übrigens, solange dieser Stern da ist, kann ich keinen weiteren erzeugen. Naja, aber ich kann ja auf Gegner draufhüpfen. Weil im Endeffekt sind das ja auch nur Stofftiere. Ah, nein, na, Okay, Rewind. Das kann nämlich übrigens die neue Auflegung der Version. Das ist sehr cool. Ja, oh. Ich kann einfach wieder zurückspulen. Und das sogar in einem richtig geilen Design. Ich finde diesen VHS-Look finde ich schon ziemlich cool. So. Wie komme ich da dran? Ich glaube, das habe ich mich das letzte Mal schon gefragt. Au. Ja, geht weg.
Die können nicht hüpfen. Die schon. So. Hier wäre der Moment, wo ich jetzt eiskalt sage. Quick Save. Weil ich weiß ganz genau, hier sterbe ich. Viele Tode. Außer ich krieg's sofort hin, was ich nicht glaube. Ha! Ha! First try! Geil! Boah! Das war der erste Level. Ich weiß, wenn man das schon gesehen hat, ist das eigentlich easy peasy, aber ich habe hier so oft mit Quick Save, Quick Load gearbeitet. Weil du wirst wahnsinnig. Das ist nämlich das erste Problem. Der Stern bounced so doof, dass du eigentlich schon keine andere Wahl hast, als... Ja. Moment. Was? Ich bin so doof. Zurückspulen! Also, warum? Also die Beine bewegen sich und gehen... Das ist geil, das ist cool. Geile Idee, dass der Entwickler daran gedacht hat, aber totaler Blödsinn. Egal. So, ein Boot. Ich bin froh, dass ich mich nie bewegen muss, aber da ist das Schiff. Da wollen wir drauf. Die Frage, ob wir das mit keinem Leben schaffen. Oh. Ich sollte lieber von hinten nach vorne. 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 Hm. Erstmal durchspielen. Oder bei den ersten Malen durchspielen haben wir es anders gemacht. Na gut. Ich glaube, das Schiff geht hier sogar unter, ne? Ne, das Schiff bleibt. Sehr nett. So. Opa. Okay, da ist der Balken. Ist auch ein bisschen gemein. Du gehst, hüpfst hoch und bist nicht in dem Bildschirm, sondern fällst runter und bist wieder in einem komplett anderen Bildschirm. Echt gemein. Naja, na gut, gehen wir hier unten lang. Oh. Ach. Yes. Energy. Ach, dieser bouncende Stern, Mann. Egal, er hat mir geholfen, danke. Top, 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 top. Hä? Ich schwöre, dieser Stern. Ja. Und wie war das jetzt? Oben drücken und Stern erzeugen, damit ich dann den geilen Feuerball habe. Mist. Ich habe zu lange gebraucht. Aber das ist auch so ein bisschen, ja, Control over, ne, mit oben B drücken, um dann ein Item zu kriegen. Steht natürlich alles Gott sei Dank in der Anleitung drin, aber wenn man das erste Mal das versucht, dann steht man auch gerade doof da. Oh nein! Du Heino, du Hammel, du, geh weg! Ja, hab ich dich. Und ich habe Leben bekommen. Nice. Und eine Bombe. La Bomba. Ich weiß gar nicht, kann ich den besiegen? Ja. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen bin ich einfach... Aber das ist nicht richtig. Ich muss doch hier nach oben, ne? Ja, ich muss nach oben. Gut, hier kann ich wieder das Ding bewegen. Ich bin gerade überlegen, sollte ich... Ja komm, ich kann eigentlich den Erste-Hilfe-Dings benutzen. Kann mir die Bombe schnappen. Ah. Oh Gott. Und er kann auch noch fliegen. Gott, geht der ab. Geh weg. Oh no. Ich bin doch runtergefallen, Mist. Egal, ich gehe einfach da lang. Und kämpfe dann gegen... die La Pirate. Rewind! Ist halt gemein, der hat sein dieses blöde Schwert. Zack! Schwert abgenommen. Dritter Level. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier auch locker mal den dritten Level schaffe.
Oh, ich habe noch ein Leben. Die Rewind-Funktion macht das Spiel auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Na du? Jetzt sind es schon zwei. Oh Gott, wenn immer mehr. Es dauert immer ewig, bis das Ding wieder da ist. Der Stern. Hep. Oh. Da. Entschuldige. Oh nein. Nein, geht weg. Nein. Rewind. Ja, es ist immer der Letzte. Mann. Ups. Achso, das ist der Ohrenkneifer. Den sollte ich vielleicht nicht unbedingt begegnen. So, geht da hoch. Yay! Und wieder einen Punkt. So, Stern aufgeladen, weil ich glaube, wie war das hier? Ah ne, hier war das mit den Holzdingern. Also, hopp. Ne, keine paar Sekunden und dann geht's weiter. Nein. Oh, das sind die Blitzedinger. Also da weiß ich leider nicht, wie man sie besiegt, aber hey. Runter geht's. Tjup. Ach. Jetzt kommen die Pfeile. Das ist eine blöde Stelle. Ach. Natürlich kommt noch ein dritter. Das ist eine Mine, die ich volle Lotte einfach mal getroffen habe. Rewind! So, machen wir mal hier weiter. Au. So, Steini weg. Oh! First try. Mann, bin ich gut. Wie viel? Das ist doch gar nicht so schwer. Ihr habt ja keine Ahnung. Oh Gott. Schon wieder. Oh, schon wieder getroffen. Ach so, Mist, ey. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Ich muss ja mindestens einen Stein irgendwie überleben. Oder einfach durchrennen. So, das sind, glaube ich, Raupen gewesen. Mal gucken, ob ich dann zumindest... Ja, brauchen zwei Treffer. Juhu, poing. Hui, tong. Da ist er weg. Da. Mistviech, geh weg. Es verfolgt mich. Hau ab. Oder haut ab. Fliegekäfer. Ach. Mama mia. Weiß gar nicht, die können halt... Ups. Bisschen runter bouncen, aber sonst machen die halt nichts. So, schupp. Damn. Ah, jetzt kommt der Mr. Schneckmark. Nein. Oh. Du mit deinem blöden Laser! Ach, jetzt habe ich aus Versehen die Bombe aktiviert. Egal, sie wird mir helfen. Hoffe ich. Bums! Ah. Ah, ich bin ins Wasser gefallen. Egal. Zurückspulen. Das kriege ich hin. Bam! Da ist die Schnecke weg. Schnecke weg. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass ich nur den zweiten Level schaffe. Aber ich glaube, es wird gut. Vielleicht ab jetzt nicht mehr zurückspulen. Also einfach akzeptieren, dass man... Genau, dreh dich um, Nessie. Hui. Well.
Und wie gesagt, Normalmodus. Es gibt, glaube ich, noch einen Speedrun-Modus irgendwie, wobei ich da nicht verstehe, warum man dieses Spiel Speedrun müsste. Aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Hint, den man nutzen kann oder Exploit, damit man schneller unterwegs ist. Naja. Danke, Nessie. Übrigens gezähmt durch den Stern. Jetzt eier ich hier durch die Wüste und weiß ganz genau, dass hier der König kommt. Geh weg! Ja, und jetzt die Gegner mit Speer. Aber ich renne lieber weiter. Die können ja nicht so weit hüpfen, oder? Oh, Scheiße. Gott sei Dank. Oh, weg sind sie. Hui. Okay, hier muss ich gucken. Da sind drei mit Speeren, ne? Ja, drei mit Pfeilen sogar. Ich habe einen Stern. Ich gehe rein, hoffe, dass der Stern den Pfeil trifft. Na, gucken wir mal. Boah, sehr gut, aber nicht gut genug. Ups. So, und ich glaube, hier war das ähnlich. Oh, Mann, das war sehr knapp. Ne, ich muss irgendwie. Vielleicht so? Nein. Vielleicht eher. Na komm, löst dich auf. Ja, gut, okay. War zwar nicht so gedacht, aber läuft. Dups. Oh, noch ein Feuerball. Ein Trank wäre besser. Nein! Jetzt tauche ich wieder hier auf. Okay. Gerade gelernt. Ups. Damit nochmal. Geht doch. So, weg. Nice. Cola. Yay. Den Stern hinterher. Oh, das hätte auch böse ins Auge gehen können. Ja, der letzte, ne? Wobei, komm. Feuerball. Ach, jetzt kommt die Szene. Ihr seht diese weißen Pinne, die oben und unten sind. Das sind die Dinger und ich muss es mit einem Zeitlimit machen. Guck mal, ob ich es hinkriege. Alter, Fluch der Kamera. Seitdem ich hier sitze, Kamera läuft, ich werde besser. Okay, da hinten ist der Trank. Kann ich so weit springen? Ja, klar kann ich so weit springen. So. Hier muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, weil hier sind ja die Feuerdinger. Oh. Oh Gott. Sie sind überall. Ach, come on. Nein. Geh weg! Och nein, jetzt kommt der König nochmal. Oh. Game over. Ah, egal. Bald geschafft. Weiter als ich dachte, weil das Spiel ist echt knüppelhart. Durch die Tatsache, dass dieser blöde Stern so doof bounced und im weiteren Verlauf die Gegner natürlich auch noch ein Power-Up kriegen, ist das echt nicht einfach. Aber trotzdem, nicht schlecht. Wie gesagt, ein klassischer Fall von damals, man kauft nach der Höhle und denkt sich, oh Mann, das Spiel sieht süß aus, ist bestimmt voll easy. Und dann reißt es dir sowas von den Allerwertesten auf. Nee, aber wie gesagt, das war Gimmick in der Special Edition mit Rewind-Funktion. Ich bin ein riesiger Fan von der Rewind-Funktion, weil die macht echt, echt viel Spaß. Ich habe den Highscore nicht geknackt, ich bin bei 51.000 gewesen. Mein Highscore lag bei 58.000. Ich bin da aber auch ein bisschen weiter gewesen als jetzt in dem Spiel. Aber wie gesagt, ich kann mit Quick Load und der Rewind-Funktion ist dieses NES-Spiel zumindest dann wieder spielbar. Wobei ich mir auch denke, wenn man ein bisschen übt und trainiert, dann ist es quasi, dann ist das alles irgendwie Mega Man. Schnell abspielbar durch von der Hand. Boah, Mega Man 2, geil. Egal, in dem Sinne,
Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal reinzugucken in Gimmick oder Mr. Gimmick. Und ich meine, wenn ich jetzt vielleicht noch mal, komm, ich kann doch bestimmt noch mal ein bisschen gucken in den Extras, weil die Extra-Funktion ist auch nicht schlecht. Hier hat man zum Beispiel das Package von Mr. Gimmick in der NES-Fassung. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil das ist so, man sieht zum Beispiel im Hintergrund den komischen Kran, schwarzen Storch mit dem Typen und der Krone auf der Haube. Mega cool. Und in dem japanischen Package ist es halt noch versüßter, ne? Also denkt man doch direkt so, Mensch, das ist doch Kirby. So schwer kann das Spiel doch gar nicht sein. Hier hat man schon eine Ahnung, oh boy, ist dieses Package hässlich. Wirklich. Aber wie gesagt, die Leute, die das kennen, haben es bestimmt abgefeiert, als das im ersten Sons of Gamecast angekündigt worden ist, dass es dazu ein Remake, Neuauflegung, Portierung oder wie man es auch immer nennen kann, geben wird. Na gut, in dem Sinne wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.